Liebe Freunde, jetzt in diesem Video geht es um den Kopf. Der Kopf ist so das Letzte, was wir dann so besprochen haben, vom Zeh bis zum Scheitel oder vom Zeh bis zur Haarspitze, einmal durch den ganzen Körper. Und dort sind bestimmt auch noch andere Fragen offen, die ihr vielleicht noch habt. Ich werde dann schauen, wenn noch Fragen sind, schreibt sie mir oder sagt sie mir, auch von dem ganzen Rest vom Körper. Und dann besprechen wir die noch in weiteren Fragesendungen, die wir dann anschließend noch aufnehmen können. Jetzt am Ende der Haarspitze, wo wir jetzt sind, werde ich dann euch als nächstes ein Video machen über die lokalen Heilstrahlung, wie die aufgebaut sind. Denn dann, wenn wir das ganz von A bis Z wissen, alles, was die Schöpfung und den Aufbau der Schöpfung betrifft, was wir in dem ersten großen Abschnitt durchgenommen hatten, denn das sind die Bilder, die wir dann in den Zellen sehen, und alles, was die Bedeutungen der einzelnen Körperteile sind, so wie wir sie jetzt besprochen haben, der einzelnen Gliedmaßen, der einzelnen Organe, wenn ihr das alles jetzt euch gut verinnerlicht habt, dann könnt ihr schon mal probieren, die ersten lokalen Heilstrahlungen zu machen. Und das möchte ich euch in dem nächsten Video, was wir dann drehen, auch zeigen. In diesem seht ihr dann erstmal diesen letzten Teil. Woher kommen Gehirntumore? Was ist Epilepsie? Woher kommt sie? Und eben, was wollen uns Migräne und auch Kopfschmerzen sagen? Wir werden dann vielleicht auch noch einmal im Zuge der nächsten Sendungen, die dann danach kommen, noch über die Alterskrankheiten mehr berichten, über Demenz, über Alzheimer, die ja auch im Kopf ablaufen. Aber das kommt dann in die Kategorie Alterskrankheiten, die dann nach den lokalen Heilstrahlungen kommt. Also wo wir dann praktisch mit dem Teil anfangen, der dann die Ganzkörperkrankheiten betrifft, Alterskrankheiten, dann eben den Übergang, wie er sich formiert, und die Kinderkrankheiten, die haben wir zum größten Teil schon durchgenommen, aber vielleicht nochmal so in Relation bringen, Alterskrankheiten, Kinderkrankheiten, und dann nachher bespreche ich mit euch dann noch die Ganzkörperkrankheiten, die Ängste und die Phobien. Und diese Krankheiten alle, die verlangen eine richtige große Durchlichtung. Und die große Durchlichtung werde ich euch dann am Ende von all den psychischen Krankheiten, Ängste, Phobien und so weiter, dann auch erklären. Und dann kann es dann sein, dass wir probieren, uns vielleicht einmal irgendwo zu treffen, vielleicht auch hier bei mir. Bis dahin werden wir dann vielleicht etwas größere Räumlichkeiten gebaut haben, wo ihr dann auch alle unterkommen könnt und wir dann die Praxis üben können. Aber vorerst, jetzt nach diesem vom Zeh bis zur Haarspitze, erkläre ich euch dann erstmal gründlich, wie es geht, wenn ich jetzt meine Hände an die schmerzende Stelle halte. Das nennt man die lokalen Haarstrahlungen. Und damit könnt ihr dann schon mal anfangen zu arbeiten. Ich habe dann auch erstmal eine ganze Weile nur mit den lokalen Heilstrahlungen gearbeitet, wo ich begann, also ein gutes halbes Jahr, bis mir dann Vater erklärte, wie die großen Heilstrahlungen zu machen sind. Und dann 2006 kam dann noch die Innenschau dazu, die ich euch dann auch erklären werde. So formte sich dann Stück für Stück das gesamte Gebiet der Durchlichtungsarbeit. Und alles, was ich euch fernmündlich, also übers Video erklären kann, werde ich machen, und den Rest, das Üben, das werden wir dann wohl miteinander tun können, wenn wir uns dann an einem Ort in der Welt treffen, wo Vater dann es für sicher hält und wo wir uns dann alle zur Ausbildung dann treffen können. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein fröhliches Anschauen bei dem Video über den Kopf. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie euch auf, schickt sie mir. Ich schaue dann, dass ich dann nochmal ein Frage- und Antwort-Video, F- und Q-Video, F-Q-A-Video machen kann. Okay, ne?
Bis zum nächsten Mal, eure Claire.